Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es weiter mit dem nächsten Teil des Q&A. Jawohl, das bedeutet, ich habe mir wieder eure Fragen hier aufs Handy geholt und werde die in diesem Video beantworten. Gut, wir starten direkt los mit dem ersten Kommentar, mit der ersten Frage. F. Schrimpel schreibt: Klasse Mensch, mach weiter so. Ich wünsche dir viel Erfolg und wünsche dir und deiner Familie ganz viel Gesundheit und ich beneide dich wegen Planktonweed. LG Felix. Ja, vielen Dank erstmal für deine netten Worte. Ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Davon kannst du ausgehen. Wünsche dir und deiner Familie ganz viel Gesundheit. Danke, danke. Das wünsche ich dir auch. Und ich beneide dich wegen Plankton Weed. Ja, das höre ich des Öfteren. Also ist auf jeden Fall eine der Boxen, die so am häufigsten erwähnt wird in Kommentaren oder wenn irgendjemand mich anschreibt, neben JBG und ich glaube der Zuhälter-Trilogie von Kollega, ist Plankton Weed auf jeden Fall die Box, die so am meisten Aufmerksamkeit erregt. Ja, ist schwer mittlerweile ranzukommen, aber auf jeden Fall noch machbar. Und liebe Grüße zurück, Felix. So, nächster Kommentar. Deutschrap Hörproben. Kann man auch CDs gewinnen, nicht nur Boxen und Bundles? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in der Vergangenheit, als ich angefangen habe, also relativ früh am Anfang, habe ich zum Beispiel einmal den Kollega Legacy Gold Award verlost. Das war keine Box, noch kein Bundle, sondern ja, wie gesagt, Award. Und ich habe auch diverse Videos gemacht, wo es CDs zu gewinnen gab. Bedeutet jetzt nicht nur eine konkrete CD von wegen, ich mache ein Unboxing von dem und dem Album und dann gab es genau diese CD zu gewinnen, sondern ich habe auch abseits von meinen Unboxings mal Videos gemacht, wo ihr 20, 30 verschiedene CDs zur Auswahl hattet und wo ihr euch 4, 5 davon aussuchen konntet. Also das gab es schon des Öfteren und ich werde natürlich auch in Zukunft wieder CDs verlosen, aber auch Boxen und auch Bundles. Also es wird alles geben. So, nächster Kommentar von Jonas. Wie findest du die momentane Lage in Bezug zu Corona? Ja, gute Frage, schwierige Frage. Man muss natürlich da jetzt auch unterscheiden, was heißt jetzt aktuelle Lage. Ich für meinen Teil, ich lebe ja in Wien und ich glaube ja, die meisten von euch, die meisten meiner Zuschauer, zumindest laut meinen Analytics, kommen aus Deutschland. Und was man in diesem ganzen Zusammenhang jetzt auch nicht vergessen darf, es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, wo man jetzt genau lebt. Also selbst wenn man jetzt nur Deutschland und Österreich hernimmt, gibt es selbst innerhalb der Länder auch noch Riesenunterschiede. Weil allein jetzt schon, ob man am Land lebt oder irgendwo in der Stadt. Und man darf nicht vergessen, Wien ist nach Berlin die zweitgrößte deutschsprachige Stadt der Welt. Also wir haben hier in Wien so circa 2 Millionen Einwohner und da ist auch noch ein Riesenunterschied, wenn man jetzt irgendwo ein Dorf oder irgendein ländlicheres Gebiet in Österreich hernimmt. Also ich für meinen Teil, kann jetzt nur für Wien sprechen, muss sagen, ich bin sehr zufrieden, auch wenn ich am Anfang recht skeptisch war, generell so was diese ganze Bewältigung in großen Städten betrifft, dachte ich, okay, die am Land werden doch deutlich besser wegkommen. Aber wie wir dann gesehen haben, hatte es vor allem in Österreich jetzt einen Ursprung mehr so in den Skigebieten, also allen voran so Tirol, einerseits natürlich wegen der Nähe zu Italien, aber andererseits auch wegen dem ganzen Skitourismus, der doch recht sehr ja, international ist. Und am Anfang war es eben unklar, wie ist das jetzt mit diesem Virus, wie kann er sich überhaupt verbreiten von Mensch zu Mensch, von Tier zu Mensch und wie ist die Inkubationszeit, wie äußert sich das, wie ist der Krankheitsverlauf? Also es war natürlich am Anfang sehr viel offene Fragen und so weiter, aber als man dann ungefähr gewusst hatte, wie der einzuordnen ist, war ich dann doch relativ entspannt, zumindest was mich selbst betrifft. Also um mich selber hatte ich nie wirklich die Angst, wenn dann eher so um die älteren Leute bzw. Leute mit Vorerkrankungen, Leute mit einer schwächeren Lunge oder geschwächtem Immunsystem, was auch immer. Und deswegen habe ich mich natürlich schon relativ früh an die Vorgaben gehalten. Also von wegen nicht mehr die Verwandten besuchen, speziell ältere Leute und diese ganzen Sachen habe ich dann echt wirklich vom ersten Tag, wo das irgendwie konkret wurde, umgesetzt.
Ich glaube, dass Deutschland und Österreich das mittlerweile echt gut im Griff hat. Allerdings bin ich auch etwas skeptisch, was jetzt diesen ganzen Maßnahmenkatalog betrifft. Denn in meinen Augen ist es einfach auch eine Riesengefahr. Natürlich, wir müssen dieses Virus eindämmen und es gibt, ja, wie soll ich sagen, dieser Umstand erfordert natürlich besondere Maßnahmen. Aber ich bin nicht immer der Fan von der Zweck heiligt die Mittel. Also ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten, was da an Sachen beschlossen wurde, das wäre vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen. Und man sollte halt auch immer bedenken, dass hier teilweise auch Sachen geopfert werden oder abgeschafft werden oder außer Kraft gesetzt werden, sagen wir es mal so, die vor ein paar Wochen, Monaten noch undenkbar waren. Also diese ganzen persönlichen Freiheiten, sei es jetzt Versammlungsfreiheit oder ja, mehr oder weniger Bewegungsfreiheit, dann dieser Zwang mit den Masken in geschlossenen Räumen, Meinungsfreiheit in gewisser Weise, also Datenschutz. Es gibt so viele Sachen, die wirklich über viele Jahre, Jahrzehnte erkämpft wurden, so von der Bevölkerung oder vom einfachen Volk, sagen wir es mal so, und die jetzt so im Eilverfahren so über Bord geworfen werden. Und da habe ich halt einfach die Befürchtung oder das sehe ich halt ein bisschen kritisch, dass da viele Sachen einfach ungefragt so durchgewunken werden und die Leute das alles immer entschuldigen mit, ja, aber wegen Corona müssen wir und hin und her. Also in Maßnahmen ja klar, aber mit Maß und auch eben trotzdem wachsam bleiben und die Augen offen halten. Gut, sehr ausführliche Antwort. Ich hoffe, das ist ausreichend für dich. Nächste Frage von Naiko. Unbox Kings International, what the fuck, seit wann? Ja, ist auch schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, wann genau, aber ich glaube, man kann ja auf YouTube immer nachschauen, wann jetzt ein Kanal gegründet wurde. Und zwar, ich schaue jetzt mal ganz kurz direkt am Handy nach, gehe jetzt rüber zu Unbox Kings International. Und zwar kann man jetzt hier, glaube ich, ja genau auf meinen Kanal. Dann gehe ich jetzt hier auf Kanal Info. Am 10.03.2020 beigetreten. Also das ist jetzt auch schon knapp 2 Monate. Man muss auch sagen, nur weil da beigetreten steht, das ist jetzt nicht direkt der Tag, wo das erste Video online geht oder wo der Kanal wirklich aktiv wurde. Aber ja, seit 2 Monaten ist dieser Kanal offen. Ja, sind schon einige Videos oben. Werden auch noch regelmäßige Videos-Uploads kommen. Und habe echt vor, den weiterhin und kontinuierlich zu füttern und hoffentlich auch wachsen zu lassen. Nächster Kommentar, Lisi Peasy. Was machst du mit den ganzen Boxen LG Lisa? Ja, das ist auf jeden Fall eine der häufigsten Fragen, die ich so bekomme. Was mache ich mit den ganzen Boxen? Ja, ich sammle die, ich behalte die und ich erfreue mich jeden Tag, die zu sehen und meine Sammlung wachsen zu lassen. Ich werde auch so im Bekannten- und Freundeskreis häufiger gefragt, was ich damit mache. Und meine Antwort ist dann immer, dass ich da in Zukunft dann irgendwann mal so ein Boxenmuseum oder so machen werde. Ja, müssen wir schauen, inwieweit das realistisch ist. Wie gesagt, ich habe wirklich jede einzelne Box, die ich euch vorgestellt habe, die habe ich noch immer im Besitz. Bedeutet, ich habe die wirklich alle bei mir, teilweise auch in anderen Wohnungen verteilt, also zum Beispiel bei der Schwiegermama sind jetzt auch sehr viele Boxen gelandet, weil meine Wohnung 68 Quadratmeter dann doch irgendwann überfordert ist mit dem ganzen Material, was ich hier bestelle und kaufe. Und da lässt sich das nicht mehr so ganz unterbringen. Aber ja, wie gesagt, um deine Frage zu beantworten, ich sammle die und ich behalte die. Nächster Kommentar von Miss A. Reblik. Meine Frage ist, hast du zu einer Box eine besonders emotionale Erinnerung? Ich finde, du und Jo Matze, ihr macht die unterhaltsamen, ja wahrscheinlich unterhaltsamsten Unboxing-Videos. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und danke für deine super Unboxing-Videos. Ja, erstmal vielen lieben Dank für deine netten Worte. Und meine Frage ist, hast du zu einer Box eine besondere emotionale Erinnerung? Boah, also da gibt es echt einige. Das ist einerseits natürlich verbunden mit der damaligen Zeit, also dass zum Beispiel Alben bei mir mich monatelang begleitet haben und ich die wirklich lange gehört habe.
Aber natürlich auch in Bezug auf das Sammeln, dass es Boxen gibt, die ich sehr, sehr lange gesucht habe und wo es echt ein langer Kampf war, die zu bekommen. Also wenn ich jetzt nur an JBG1 denke, das war echt eine monatelange Sache, bis ich da mit einer Box zufrieden war, weil es haben dir echt viele Leute angeboten, aber dann haben halt manche irgendwelche utopischen Preisvorstellungen oder es fehlt irgendwie eine Kleinigkeit oder die Box ist in einem für mich nicht mehr akzeptablen Zustand. Also da waren viele, die ich dann ablehnen musste. Und als ich sie dann endlich hatte und dann auch wirklich die Bestellung dann bei mir angekommen ist und ich sie dann tatsächlich vor mir hatte, das war schon sehr emotional für mich. Und ja, also es gibt viele Boxen, zu denen ich so einen Bezug habe. Aber JBG1 ist auf jeden Fall eine der emotionalsten Boxen für mich. Auch weil mich das Album und generell diese Kollege Farid-Phase damals sehr lange begleitet hat in meiner Jugend. So, nächstes Kommentar von Spray. Der Ehrenmann hat einfach JBG1 hinter sich. Ja, wenn man vom Teufel spricht, also gerade eben noch von dieser Box geredet, sie steht hinter mir. Ja, danke. Ehrenmann kann ich nur zurückgeben. MC, wie schaffst du das, so viele Videos rauszuhasseln? Woher kriegst du die Boxen, obwohl die entweder ausverkauft, alt oder sie noch nicht mal mehr irgendwo gelistet sind, her? Okay, erster Teil, wie schaffst du das, so viele Videos rauszuhasseln? Unterschiedlich. Also es gibt natürlich die aktuellen Videos, die aktuellen Unboxings. Sprich, Freitag kommt eine Box raus. Dann kann ich die auch wirklich nur tagesaktuell drehen. Sprich, ein aktuelles Release kommt am Freitag bei mir an. Ich bekomme das je nachdem, vormittags, mittags, nachmittags und kann dann möglichst zeitnah das Video aufnehmen und dann auch am selben Tag, am Nachmittag, am Abend für euch hochladen. Das ist natürlich die eine Variante, aber unter der Woche lade ich ja auch regelmäßig, also was ist regelmäßig, jeden Tag mindestens ein Video hoch und das funktioniert natürlich nicht nur tagesaktuell. Also gerade bei den älteren Releases ist es so, dass ich die dann über einen längeren Zeitraum aufnehme, bedeutet, es gibt Tage, da nehme ich vielleicht 5 Boxen auf, also Unboxings. Es gibt Tage, da passiert vielleicht gar nichts. Und dann gibt es Tage, wo ich vielleicht 3 oder 2 Unboxings mache. Also es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe. Und die kann ich dann natürlich auch im Voraus planen. Bedeutet, dann gehen an einem Tag 5 Videos hoch, also werden hochgeladen. Die kann ich dann entsprechend mit den ganzen Infos abspeichern und die Tags und die Beschreibung und alles vorbereiten, die Thumbnails. Und dann habe ich zum Beispiel Vorlauf für 5 Tage und kann dann jeden Tag ein Video hochladen. Ja, das zu der Regelmäßigkeit vom Kanal, zu den Videos. Und was die Boxen betrifft, wie komme ich zu meinen Boxen? Das ist unterschiedlich. Also die neueren Releases, klar, die bestelle ich vor, je nachdem über Amazon, über Distributions, über die Seiten, je nachdem, wo die angeboten werden. Und die älteren Unboxings oder die älteren Boxen. Das ist immer so eine Sache, also einerseits aus dem Bekannten- und Freundeskreis, aber sehr stark auf Amazon gibt es oft noch ältere Boxen, wenn du sie dort nicht mehr findest, auf eBay Kleinanzeigen, Willhaben oder Spock oder Discogs. Viele Rapper haben auch so eigene Label oder Webshops. Dort kann man auch noch oft mal was bekommen. Also es ist echt so eine bunte Mischung aus allem. Ich habe sicher 10 bis 15 Seiten oder Quellen, die ich so aufsuche und da werde ich dann fündig. Ja. So, eine Frage würde ich sagen, machen wir noch. Und zwar Armin 2208, krasser Schrank, Bruder, und gut, dass du ehrlich über den Jonas-Kanal bist. Ja, krasser Schrank, danke. Finde ich auch, deswegen habe ich das so gemacht. Gefällt mir auch richtig gut, freut mich, dass es dir auch gefällt. Und dass ich so ehrlich bin über den Jonas-Kanal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das auf die Kritik bezogen meinst, also dass ich ja gemeint habe, dass es mir nicht zum Gefallen hat oder dass ich mit der Optik, mit dem Layout nicht zufrieden war. Ja, bringt ja nichts. Wenn es so ist, dann ist es so. Und da muss man auch so ehrlich sein und das dann wirklich mal entsprechend ändern oder korrigieren, verbessern. Und so ist es. Also dementsprechend sind jetzt auch die Videos von mir offline genommen. Und werden überarbeitet und generell der Kanal nochmal neu aufgesetzt. Ja, danke für eure Fragen, für eure Kommentare wie immer. Demnächst wird es auch wieder weitere Q&As geben, also stellt mir gerne eure Fragen und ich beantworte die dann. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.